Ich bin Jörg Pohle, ich bin Informatiker, habe daneben Jura, Politik und ein bisschen Soziologie studiert und leite ein Forschungsprojekt, das sich damit beschäftigt, wie gesellschaftliche Aushandlungsprozesse funktionieren, wie sie ablaufen, insbesondere in den Bereichen, die sich so mit Datenschutz, IT-Sicherheit, Privacy und Überwachung beschäftigen. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich dann genau damit, herauszufinden, wie dann unterschiedliche Akteure jenseits des Nationalstaates, also etwa auf europäischer Ebene oder weltweit, vor allem im transatlantischen Verhältnis, Fragen in diesem Zusammenhang verhandeln, diskutieren, welche Interessen die dabei vertreten, welche Vorschläge die machen, welche Mechanismen die finden, um Probleme anzugehen. Und das Schwierige in dem Bereich ist, dass die ganzen grundlegenden Fragen hochgradig umstritten sind. Und deshalb sind die meisten Texte, sind die meisten Artikel, sind die meisten Bücher aus der Perspektive einiger der Interessengruppen oder mit den Vorverständnissen einiger der Akteure geschrieben und vertreten sozusagen jeweils ihre eigene Position. Und es gibt nur wenig, das sich tatsächlich mit dem Problem als umstrittenes Problem beschäftigt.